Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Wir haben nach dem Isha-Gebet. Ich dachte, ich mache noch ein bisschen bequem für die beiden, dass der sich nicht immer unter dem Teddy wärmen muss. Na, Teddy ist schon drin, vorm Haus, Futter, Wasser. Was braucht man mehr? Gut, die haben Fell, ich weiß, Leute, aber die frieren trotzdem. Seid mal ihr mit einer Winterjacke die ganze Nacht, ne, draußen und soll da draußen schlafen, ne? Die Vögel, die sind es gewöhnt. Das ist kein Problem. Die Tauben auch, aber die sind nicht so empfindlich wie die Karnickel. Na, und denen habe ich auch was gebaut. Na, die haben nur Futter vorm Stall. Hier haben sie das Wasser. Gell? Ja, die können sich da unten rein, weil die kriegt ja auch den Monat noch ihre Babys. Genau, versteck dich mal. Ja, Kaninchen mögen Höhlen, deshalb irgendwas Höhlenartiges, Windgeschütztes. Ja, und dann hat jemand noch in den Kommentaren geschrieben, wieso, wenn du so viele Kinder Babys verlierst, wieso machst du im Winter dann die Babys? Ja, im Sommer ist schlimmer, dann ist es zu heiß. Also in Deutschland, die Züchter machen in der Sommerpause. Das ist zu heiß für die Kaninchen, trächtig zu sein. Im Winter ist eigentlich so die, na, die Zuchtdings. Wir machen dann so 5 Monate Pause im Sommer und fangen dann wieder im September an oder so. Ja, wir schauen mal. Na, jetzt geht's los. Jetzt dürfen sie loslegen alle, ne? Bisschen Vitamine ins Wasser, die schlafen hier schon. Die schlafen immer so. Weiß auch nicht wieso. Immer hängen die irgendwo rum. Ja. Gut, und ihr schlaft hier. Geh doch weg von dem kalten Zement. Das juckt dich das nicht. Geh doch so schön da. Toffi. Ja, also, gehen wir wieder raus. Also, alle schon versorgt. Gehe ich nochmal und die Tammy, die hat heute ein Riesenloch gebohrt. Also ich dachte, die ist erst in einer Woche fällig, aber wer weiß, vielleicht, ne, die Banda, die tut hier schon eine Stunde vor der Geburt, macht die erst rum. Warte mal. Jetzt, also ne, was ist hier los? Wieso geht das nicht zu? Ach, das ist drin. Moment. Eine Stunde vor der Geburt tut die sich die Haare rupfen und zack, schmeißt sie die Babys raus. Weiß nicht, bei der Tammy. Die hat nämlich heute hier ein Loch gemacht und ich habe extra aufgebuddelt, nicht, dass sie schon da Babys reingelegt hat. Na, ganz tief unten. Und, was hat sie im Maul gehabt? Das da. Oder? Ist sie aus dem Mund gefallen, als ich sie geholt habe? Ja, genau, das hat sie im Mund gehabt. Das da, das wollte sie wahrscheinlich schön auf den Boden legen für die Babys und dann sich draufrupfen. Ich kann es ja wieder. Ne? Wenn es ihr gefällt, kriegst du das in den Stall. Ja. Irgendwie klemmt die Tür hier. Ihr Mäuse. Guck mal, bring ich dir wieder. Das hast du heute gehabt. Upsala, wir hatten die aufgedeckt. Was ist denn hier los? So. Diese Kinder, diese Hasen, meine ich. So. Ja. Also, scheint eine gute Mama zu sein, weil ich habe heute schon wieder geguckt. Die sind, ist irgendwie mehr Wolle drin und die sind gut gesäugt. Ups, du auch? Muss ich nochmal nachgucken. Moment. Ja. Ah, weiß ich jetzt nicht. Warte, ich muss nochmal gucken. Leute, nicht aufregen und wieder sagt, hier nicht nach Geburt nicht anfassen. Das ist nicht unbedingt. Guck mal, das hat nichts bekommen, aber das ist... Sie ist gleich ein Unterschied. Vielleicht war das in der Ecke gesessen. Deswegen kontrolliert man da. Aber das Bäuchle ist dick. Ob alle getrunken haben. Das ist auch dick. Das und das nicht so. Die zwei müssen. Die lege ich an. Kein Problem. Drei nicht so. Also von wegen gute Mama. Edi. Das hat. Oh! Heidenei. Du hast. Ah, ja, nee. Warte. Du hast auch. So, das war's dann. Oh, da, nee, da ist noch einer. Noch ein. Ah, der andere schicke ich. Also, nee, weiß nicht. Ich gucke jetzt mal. Ich mache jetzt gar nichts, genau. Einfach nur mal gucken, wie es morgen aussieht. Na, die geht ja heute Nacht bestimmt noch mal rein. Guck mal. Malisch. Ne, die müssen halt zusammenliegen. So. Ja. Dass sie halt nicht
Genau. So. Schwarze. Ah, hast du Pipi gemacht? Oh, guck mal. Komisch, hat sie die gebissen ein bisschen. Sanft hin und her gebracht. Ich glaube, das wird braun. Das ist nicht weiß. Haben wir wieder so einen Fritz. Der Fritzel. Ja, ich habe noch mal geguckt. Der hieß ja gar nicht Georg. Der hieß Josef. Naja, ist auch egal. Verbrecher. Nee, deswegen haben wir ja nicht das wegen dem Verbrecher so genannt, sondern wegen dem Namen Fritz, weil er lustig ist. Und wegen Seven vs. Wild. Ja. Irgendwie so. Das ist wirklich super warm. Hätte ich gar nicht gedacht, so ein paar Haare, gell? Was das ausmacht, die Wolle. Tommy, was ist los? Vor der Geburt habe ich keinen Hunger. Warum? Ja, Tommy, alles okay, Mäuseli. Ja, die waren heute draußen, die Mamas. Und die waren auch kurz draußen. Ah ja, in der Sonne, die brauchen ein bisschen hoppeln. Ne, unter Aufsicht, gell? Ist ja noch nichts passiert. Och, die Hexi, guck mal. Na, du bist auch noch fällig. Ja. Wann kriegst denn du noch mal? Nee, bist doch gar nicht, oder? Doch, du bist gedeckt. Ich guck mal, Moment. Ja, ja, klar ist die gedeckt. Aber die hat schon gut zugenommen. Schaut ihr, die hat schon Ranzen. Die ist jetzt 5 Tage schwanger oder 4 Tage schwanger. Wenn es geklappt hat. Ne? Die sollte man ja zunehmen, aber das hat schnell geklappt. Gut. Also. Alles gut dann. Hier nochmal gucken. Alles Paletti. Okay. Na, hier kommen ja keine Ratten mehr rein. Na, mal gucken. Ne. Oh, warte mal. Nee, da ist kein Loch. Nee, nee, nee. Okay. Alles klar. Kann nichts rein und nichts raus. Elle ist dicht. Gut, Leute. Gutes Nächtle. Wir sehen uns morgen wieder. Sodele. Alles hin und her gerückt hier. Mit seinem Maßband alles gemacht. Also, wir kriegen ein Sofa von hier bis hier rüber. So, dann kommt das natürlich weg. Das kommt hier rüber. Ja, mal sehen, wie er schafft. Und ich hab ein Katzenbettchen mal bestellt. Wenn er es gut macht, nehme ich nochmal 4. Dann haben wir 5 neue Katzenbettche, gell? Und wenn er es super macht, bestelle ich nochmal. Aber die Kaninchen, die fressen das besser nicht. Nicht für Kaninchen. Ja, nee, für die Katzen, dass sie es bequem haben, die Mäuse. Ja, und im Winter ist es eh schön warm, wenn man so in so einem Katzenbett liegt. Kommt drauf an, was es kostet. Na, ich habe jetzt mal so ein 50x50 bestellt, so ein rundes Teil. Ne? Und der kann das ja schnell machen. Ja, bin mal gespannt, wie lange das dauert. Entschuldigung, wahrscheinlich ein Monat oder so, bis er unser. Und jetzt hat er 10 Jahre gebraucht, um die Füße unten auszusuchen, die Höhe. Ich habe gesagt, ich will es nicht so hoch haben, dass man gemütlich sitzen kann und weich muss es sein, das will Mahmoud. Und, ah ja, Farbe weiß ich gar nicht, was er ausgesucht hat. Das ist ja sein Ding. Mal sehen, was kommt. Ist auf jeden Fall eine Sofalandschaft mit vielen Polstern. Und in der Mitte habe ich da keinen Tisch, da will ich auch aus Sofastoff so ein Tschick-Tschick-Tschick. 4 Dinger. Wir haben ja einen Tisch, brauchen wir 10 Tische. Na, der Tisch kommt ja zu der Garnitur hier rüber und hier die Sofalandschaft kriegt das eigene Ding. Und fertig. Guten Morgen, kleine Nestkontrolle wieder. Die sind alle super aktiv, sehen auch gut genährt aus. Hier der besonders und du kommst auch. Ja, du hast auch drück. Oh. Ja, das hat wehgetan, gell? Auf den schönsten bist du getreten. Na ja. Ja, ich muss ja mal gucken, ob doch eine Maus hier drin ist oder sind die zu dünn.
Na, die Mutter vertraut mir ja. Aber so wie ich das hier sehe, das hier wird eine Oksana. Hier, das ist gar nicht weiß. Also komplett weiß, eins, zwei komplett weiße. Und hier, das wird ein gelbes, gelb-weiß. Und das ist auch ein Babyon, aber ganz hell, mit ganz wenig Punkten. Ja, also sind es gar nicht vier Weiße. Sind nur zwei Weiße. Ein Weißling wahrscheinlich ist das. Und ein rot-weißes. Jo, super. Alle Farben dabei, gell? Und hier, Babion, Babion. Und das wird auch gescheckt braun. Das sieht braun aus. Ja. Am Anfang dachte man, das ist weiß, aber ja, dann tun wir die jetzt mal wieder rein. Schnell noch ein paar Bilder machen. Ja, halas. Also der schwarze, wunderschönes Baby. Ja, super. Also nochmal. Guck mal, wie viel Wolle da drin ist. Und die sind super warm. Eins, zwei. Ach, sind die süß. Ich zähle immer. Vier. Warum? Es könnte ja eins abgehauen sein, während ich hier rumbabbel. Ne? Die legen wir dann noch immer. Bevor ich sie raushol, mache ich natürlich erstmal die Hand auf die Mama. Na, tu mich einreiben mit dem Duft. Und dann decke ich zu wieder. Na, dann weiß die Mutter sowieso, die kennt mich ja schon jetzt ein bisschen. Die Kaninchen sind da nicht so. Wenn man natürlich voll fremd ist und mit den Kaninchen nichts macht, klar. Aber so, alles gut. Ja, also ne. Na, gucken, ob hier alle fit sind. Habe ich jetzt gar nicht aufgenommen. Es ging auf einmal aus. Wahrscheinlich bin ich irgendwo drauf gekommen. Das wäre natürlich schade. Gell, Schnuddel? Du bist doch Geschwisterle bekommen. Na, alle fit. Immer die Bäuche angucken. Der Fritz auch. Hier. Alles gut. Wo ist die Tammy? Die Tammy ist ein bisschen komisch geworden. Versteckt sich jetzt immer. Da bist du. Nein, du wirst, seit die immer gemelkt worden ist, hat sie Angst vor mir. Das wird schon noch wieder. Gut, Toiletten schnell gereinigt. Trockenfutter haben sie noch, Wasser gegeben. Da bin ich natürlich jetzt drüber gestolpert von diesen blöden Ästen. Die knabbern die aber nur ab und zu mal an, gell, was auch nicht. Komm, ich häng, mach das mal so. Den einen habe ich hochgestellt. Oh, das habe ich ja hier vergessen, schaut. Muss ich waschen. Jetzt habe ich nasse Socken. Wunderbar. Wuba. Gut. Gerade morgen, heute Morgen kam der Tippenmann. Der hat keine Abnehmer für sein Stroh. Jetzt kam er hierher und sagt, brauchst du Stroh, Mahmud? Mahmud sagt, ja, brauche ich, aber ich habe jetzt kein Geld da. Ich gebe dir und du kriegst Salz beim nächsten Mal. Ja, dass seine Ladung leer wird. Naja, bei uns kann man es ja machen. Also, die kleine Maus hat hier schon gemiaut. Der habe ich hingeschmissen. Babyhiller, whatever. Ah, die Katzentoiletten muss man aussäubern. Was ist hier los? Die schlafen noch. Ah ja. Willst raus? Du bist ja wach. Komm, ich nehme dich. Ei, ei. Ja, Leute. Jetzt. Jetzt. Okay, bis später dann. مش عارفة ممكن شوف التلاجة فريزر ممكن في مش عارفة بالظبط ich wollte dich jetzt gerade filmen ohne dass du siehst guck mal welchen das guck mal du könntest auch mal wieder auf der Heidi reiten nimmst du die Heidi kommst du mit wir sind fertig wieso du kannst doch kommen mit der Heidi und ich lauf ja ich will mich schämen schämst dich hä die Kinder fangen an sich zu schämen hier kommen. Die Kinder, meine Kinder, ihr müsst hier bleiben. Hier bleiben. Komm, komm. Schnell. La. La. Lass den Prinz kommen, aber die. Nein, Bambi, lass ihn nicht mit dem Fuß machen. Salam alaikum, Zaik. Alhamdulillah.
Eine Berdana, Schoja, Schem sei sie. Mir ist kalt, ich brauche Sonne. Bambi, komm, halas, halas, lass ihn. Der Prinz auch schon da, guck mal. Kommen alle nach. Naja, gut. Komm, gehen wir mal ein bisschen. Oder nee, gehen wir zum Sheikh Mohammed, komm. Da ist besser. Zum anderen Supermarkt. Der andere hat einen ja. Nicht? Ja, ich hole danach. Wir gehen und gucken, genau. Jetzt kommt auch noch ein Auto und die ganzen Katzen hier. Aber die wissen. Guck mal den an. Prinz, guck mal, ich will wissen, was er macht. Ja, guck, der passt auf sich. Ist nicht blöd. Und die anderen, die passen auch auf. Mau, Younes, ich muss doch auf meine Katzen aufpassen. Ja, die gehen den Katzen Autos aus dem Weg. Und die kommen wieder. Warum schämst du dich schon wieder? Richtig. Das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt mit Younes Zeit verbringen, weil ich habe mit der Mause die Lernstandsberichte gemacht. Den Lernstandsbericht von ihren den letzten 6 Monaten, was sie gelernt hat, muss ich einmal abgeben. Alle 6 Monate, ne, für die Internetschule. 3 Katzen kommen. Ja, die laufen uns nicht hinterher bis zum Schluss. Ja, und da hat der Younes gesagt, jetzt will ich auch mit der Mama Zeit verbringen. Na gut, machen wir. Wen finden wir im Supermarkt? Abudi, ich stelle eher Chipsy. Maschi, Habibi, Maschi. Halas. Komm, Prinz. Tiki. La, Bambi, komm her. Das war ja klar. Also, die eine mit diesem Laden da hinten, wo die Lederhosen hingemacht hat, die wurde rausgeschmissen vom Sheikh. Ja, weil die hat ja immer gesagt, seine Sachen sind nicht gut, wir sollen ihre Sachen kaufen. Und ich habe aber immer dem Sheikh seine Sachen gekauft, weil die für mich billiger waren. Und gutes Material auch war, ne? Aber die hat immer überteuert verkauft. Jetzt hat er das rausbekommen und hat gesehen, seit sie da ist, verkauft er weniger Kleidung. Na, nicht jeder ist so stark wie ich und sagt, nö, ich kaufe trotzdem seine Sachen. Ne? Die sagt, nee, das ist nicht gute Qualität, kauf von mir, kauf von mir. Und alle kaufen dann von ihr. Es gibt halt so Bläde. Und die haben vorm Geschäft gewartet. Ich wollte eigentlich nur ein Younes was kaufen, jetzt hat Amina wieder 2 Pyjamas gekriegt. Schnell, geh rein und tu's rein. Oh, warte. Warte mal hier. Hallo! Na? Was machen die? Kiasir? Guck mal im Freezer, Einagul, ob du Tüten findest fürs Brot. Na? Ich sag dir dann. Why you come back? What is? You miss me? Jalla. Komm, Kinder. When we kill this bock, this man. This, You call now the butcher? I say to him 5 times. Every time I say I forget. Guck mal, der will ab. Nicht ruf an. Don't call, don't call. Oh, nee. Der ruft jetzt den Metzger an. Ruf den Metzger nicht an. Mahmoud. I must go away. I cannot see this. My heart is aching. Tschüss. I must speak. Komm. Mahmoud, stop this. Leave it. Give him Schweier time. Malisch. I go. Oh, jetzt ist es schon wieder schon krass, gell, wie er da aufgehalten hat. Dachte er? Die Bambi, aywa. La, kolo tamam. Aywa! Why? Ich komm, pass auf, Mausi. Sitzt du auf dem richtigen Esel? Hat die was? Wie sitzen auf dem Boden? Die genießt die Sonne jetzt. Ja, komm. Jalla, Bina, komm. Jalla. Nicht schlagen, Habibi. Du schlägst sie doch nicht. Ja. Lass sie, die will jetzt nicht. Die will sich sonnen. Hey, Adey.
Oh, die Soraya, Jack. Jalla, mach mal auf, komm. Weißt du, so macht man bei den Kühen, wenn sie aufstehen sollen. Komm. Komm. Hat die irgendwas? Warte mal. So, jetzt aber. Jetzt. Die Profimausi hat es hinbekommen. Jalla. Ja, hat man sich kurz Sorgen gemacht. Ist irgendwas? Jalla. Pass. Jonas, halt dich fest ein bisschen. Ich weiß es nicht. Jack, du darfst nicht mit. Du hast schon genug Schrott gebaut. Jalla. Nee, Jack. Guck mal, wie der hinterher will. Hanoi. Willst du wieder abfatzen? Der Tiki, der Garfield. Komm, mach mal Platz. Hier kommt die Kuh. Fast auf den. Also, weich. Check. Check. Leute, ich bin total geschockt. La Abudi, Halle Balak. Mich Itlail Mesi. Jalla. Warte, die ist ein bisschen. Na gut. Guck mal. Ahmed, mich Keda. Man hat dich hier drauf. Eier, Haiwanat, viel Hoshidi. Mal ich. Tani Mara, ente mich Itla Tani, viel Hosh. Aber dann. Jalla. Itla. Haiwanat, ihr Trab, ein Name ist Behet. Ich habe verdrungen. Masch, au, enti amelt kedi. Ah ja, okay. Misch keda tani. Misch. So, meine Lieben, wir waren doch jetzt einkaufen. Jetzt machen wir mal eine kleine Überraschung. Die Mausi zieht jetzt die Sachen an. Erstmal eins und läuft vorbei. Mal sehen, ob er es merkt. Ja, Mahmoud sitzt hier. Hat einen Anruf, liest ein bisschen Koran. Der Mann, der anruft, der braucht einen Hammer. Der sucht seinen Hammer. Was ist hier passiert? Guck mal, guck dir das Ding an. Aha, schuf. Das hat doch wieder einer kaputt gemacht. Ganz toll. Yours is. What is this? A Pipi. Ich guck zu den Pflanzen und hat ein Loch im Ring. Also nee. Who broke this, Mahmoud? Don't, my Shagara. I don't look for your socks. Yalla, Bambi. Geh mal runter. Ja. And you know that Super is not anymore in the shop from Sheikh Mohammed? From where everybody knows. I don't know. So, jetzt geht langsam die Tür auf. I hear the woman. I don't ask. Just I hear. And what they say about this? I don't know. Is this new or what? This is new or what? We have not space in the dulab. I hope you bring one also like for this like for you. Aywa, I make order. He bring one for me in the evening. And two kalten for Sean Yunus. La. Doch. I need this. Mahmoud, you don't bring. You bring one bass. Amma, he has one also, Tani. Komm mal her. But hast du die Hose jetzt extrem hochgezogen oder warum oder ist das bis hier? Okay, because this is working next year also. Small. She make this full high. Yeah, make it more down, Aywa. Ich tue es gerne so. Mashi, just that he see that. Haram alaikum. Ma fish Rassale, wir haben keine Waschmaschine. We must, you have to buy. Arfa. He will make it now? So. Jetzt schlachten sie. Mahmoud! Das ist der Metzger, jetzt kommt er. Hat der Sachen dabei, guck mal. Sag, der Luati! Waha! Mahmoud, I want to go sleeping now. Der schlachtet ihn jetzt. Oh nein, ist das traurig. Ich jetzt kann ihn nimmer. Leute, das war der Prank. Wir haben uns selber geprankt. Jetzt macht mein Mann alles schnell. Kulubaraka, was sagt er? Alles gibt Segen. Mach die Tür zu. Ich will es nicht sehen. Ich gehe rein. Ja, Leute, also so schnell. Ich habe übrigens, wir haben Luxor gebucht. Wir sind diesmal in einem anderen Gästehaus. Also. Ich gehe rein, ich bin jetzt hier, nimm dein Telefon. Schnell. Heidenei. Oh, der arme Bock.
Leute, es ist einfach. Ja, aber das, wir können den nicht behalten. Ich dachte, wir machen das irgendwann, aber so schnell. Und mein Mann, jetzt sofort. Also Leute, so war es im Video. Ich werde jetzt nichts mehr dazu sagen, aber so ist das Farmleben. Koran. Okay, komm. Ich muss reingehen, mir ist jetzt ganz übel. Ganz übel. Ich will nichts hören. Er will, dass ich eine Halla bringe, glaube ich. Ich bringe ihm gleich eine. Das war's im Video, Leute. Bis die Tage. Masalema. Bye, bye. Übrigens, wer hat die Anafisi hat die gleichen Schuhe. Ich habe es für sie auch mitgekauft. Die waren nur 160 Pfund. Ne, in 38, ist eine Nummer größer. Dann können sie nächsten Winter auch anziehen. Und das kostet, das Pyjama kostet 195 Pfund. Und das andere Pyjama, bringst mal schnell her, ganz schnell. Das kostet 165 Pfund. Ist dein Zimmer sauber? Kann ich reinkommen? Nein. Ja gut. Die zwei Sachen liegen am Boden. Das wird nicht schlimm sein. Schnell abreagieren. Und das 165 Pfund. Also kann ich sagen, das kostet 10 Euro von ihr. Das, und das hier ist natürlich riesig, aber das passt tatsächlich zusammen. So ein Niki-Stoff. Voll schön. Und das ist riesig. Also das kannst du noch 3 Jahre anziehen. Ja, sehr schön. Mabruk. Eigentlich können wir das für nächstes Jahr lassen. Brauchst gar nicht dieses Jahr anziehen. Dann hast du nächstes Jahr schon was Neues. Okay, also nochmal. Ciao.